Hallo ihr Schnuckis. Ich sehe ziemlich fertig aus. Das liegt daran, dass ich bei Primark war und habe so mir ein bisschen zu viel und dann habe ich jetzt halt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ist nicht so schlimm. So, ich wollte euch meinen Haul zeigen. Wo fangen wir denn an? Am besten mit Primark. Oder nee, am besten mit DM. Es geht schneller. Und zwar von Balea. Die Duschcreme Limette Aloe Vera. Die riecht wirklich ganz toll und ich liebe diese frischen Düfte. Und ja, das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir eine Haarpflegeserie gekauft von Balea. Und zwar das Glatt-Glanz-Shampoo. So sieht es aus. Da sind 250 ml drin. Was gekostet hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann dazu das Glatt-Glanz-Spray. Dann die Balea Glatt-Glanz-Spülung. Also ich klette mir ja, seitdem ich mir die Haare abgeschnitten habe, klette ich mir ja immer meine Haare und weil es am besten aussieht. Und da wollte ich mir halt mal so eine Pflegeserie kaufen. Und das hat sich doch angeboten. Ja. Ach so, ich habe eine Frage bekommen. Und zwar geht es um meine Haare. Trage ich jetzt heute einen Pferdeschwanz. Ob ich denn meine langen Haare vermisse? Eher nicht. Also es ist unkomplizierter jetzt mit den kurzen Haaren. Und ihr seht, ich kann immer noch einen Pferdeschwanz machen. Und es ist einfach unkomplizierter. Es geht schneller. Und klar vermisse ich ab und zu das lange Gefühl. Also wenn man sich so in die Haare fasst und die sind so lang. Aber ansonsten, nö, ich vermisse eigentlich nicht meine langen Haare. Dann geht's weiter mit dem hier. P2 Gel Refill zum Auffüllen von Gel und Kunstfingernägeln. Also das ist so, wenn jetzt wenn es jetzt rauswächst, also ihr wisst ja, ich mache mir meine Nägel mit Gel. Wenn jetzt das Gel rauswächst, das soll das bewirken, dass der Übergang nicht mehr so hart wirkt. Vom Naturnagel zum künstlichen, also zum Gelnagel. Und das habe ich mir mal gekauft. Dann habe ich mir ein Quattro von Alverde gekauft. Und zwar habe ich fast keine matten Farben. Und ja, da habe ich mir halt mal so ein Quattro gekauft. Und zwar ist es das hier. Was sind die Farben? Ein ganz dunkles Braun, ein hellen Ton, ein etwas hellerer Braunton und wieder ein etwas dunklerer Braunton. So heißt die Palette 42 Taupe Harmony und hat hier oben so einen Spiegel drin. Ich will euch jetzt nicht blenden. Hier so ein Spiegel und hier so ein Applikator, den ich natürlich nicht verwenden werde. Aber es riecht so komisch. Ich weiß nicht, ob mich der Geruch stören wird. Aber bis jetzt finde ich die Farben ganz toll. Ich kann sie ja mal swatchen. Wow, die sind sehr hochpigmentiert. Wow. Also ich swatche sie euch mal kurz. Und in den hellen Ton. Also das hier ist der dunkelste. Dann das helle Braun, das mittlere Braun und der ganz helle Ton. Die sind echt gut pigmentiert. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Wegwischen, doch ein Wattepad. Es riecht so wie eine Blume. Ich komme jetzt nicht drauf. Ja. Wie gesagt, die Palette, die hat 4 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Dann geht's jetzt auch weiter mit Primark. Ich fange erstmal mit den Klamotten an.
Da zeige ich euch Schuhe, die ich mir gekauft habe. Und zwar sind es diese hier. Die hier, die habe ich auch eben schon draußen getragen. Das sind so Boots und ja, so Basic-Teil. So ein Basic-Teil. Wenn ich mal mit meinem Hund rausgehe, dann ziehe ich die einfach schnell an und dann hat sich die Sache. 4 Euro haben die gekostet. Dann Hausschuhe, voll süß, die habe ich jetzt auch schon an. Und zwar sind es diese hier. Die sind total süß. Die haben hier auch so eine Schleife, hier, in schwarz. Und das sind dann Hausschuhe, sind innen schön gefüttert und man läuft dann echt wie auf Wolken. Also richtig schön. Ah, jetzt habe ich mir das Bein angestoßen. So. Dann habe ich mir ein Basic-Oberteil gekauft. Es war runtergesetzt auf 2 Euro. Wieso werde ich jetzt grün? Hallo? So, ich bin schon wieder grün. Eieiei. Meine Cam kommt mit den Farben nicht klar. Also so ein ganz normales pinkes Basic-Teil. Dann ein super schönes Teil. Ich glaube, das werdet ihr jetzt sehr schlecht erkennen können, weil ich in schwarz angezogen bin und ja, auf jeden Fall sieht das so hinten aus. So, das ist so gardinenmäßig und ganz normal so vorne. Wie viel hat das gekostet? 8 Euro. So, und ich finde, das sieht ganz süß aus, wenn man dann am Rücken hier das Muster so sieht. Dann, jetzt fällt mir schon alles runter, einen ganz normalen Cardigan, ich sag nie Cardigan, ich sag immer Strickjacke. Ja, ganz normal. Und zwar sieht er so aus, sieht man jetzt schlecht. Ich glaube, ich werde mal wieder ein Outfit of the Day machen. Und zwar sind das hier die Taschen, die kann man so. Und das ist halt, das trägt man offen, hat keine Knöpfe oder so. Und hat halt lange Ärmel. Und ist so ein Fliederblau. Gekostet hat das Teil 10 Euro. So, jetzt zeige ich euch, passend zu meinem letzten Video, ich bin so in Schmuckkaufrausch gekommen. Mir sehr, sehr viel Schmuck gekauft. Und dann fange ich jetzt auch gleich mal an. Ich packe das mal schnell aus der Verpackung. So, und zwar sind das hier so kleine, süße Stecker. So kleine, so kleine Käfer. Die sind richtig, richtig süß. Und hinten haben die halt. Und es hat nur 1,50 gekostet. Hinten sind das halt so Stecker und oh, ich finde die so süß. Total goldig. Und die Steinchen funkeln so holographisch. Richtig schön. Verschiedenen Farben. So, dann geht's weiter mit einem Ring. Moment. Den packe ich auch schnell aus. Und zwar ist das eine Schleife. Eine süße Schleife als Ring. Richtig, richtig schön. Und es hat nur 3 Euro gekostet. Also dieser Ring. Richtig, richtig toll, wenn man den dann so anhat. Passend dazu habe ich mir noch eine Kette gekauft. Oh mein Gott, ist alles verwurschtelt. Und zwar eine Schleifenkette in Silber. Richtig schön. Ja. Und die hat auch nur 3 Euro gekostet. Schön, ne? Habe ich mich total verliebt. Dann eine wirklich wunderschöne Kette. Aber die zeige ich euch zum Schluss. So. Dann geht es weiter mit einem Armband. Und zwar sieht das so aus. Das hat hier auch so eine kleine Schleife, dann einen kleinen Vogel, einen Tropfen,
Was ist das? Ein Kleeblatt. Da. Mit einem Steinchen drin. Eine Perle. Und ein Herz. So sieht das aus. Und dann trägt man das halt so. Und ihr werdet es nicht glauben. 3 Euro. Richtig schön. Dann die vorletzte Kette. Moment. Und zwar ist das eine sehr, sehr lange Kette. Und die ist so süß. Oh mein Gott, mein Freund hat gesagt, wie übertrieben. Und zwar ist das ein Vogel in einem Käfig. Da ist oben noch so eine Schleife dran und Perlen. Wie süß ist das denn? Da ist der Vogel. Süß, oder? Und hat auch 3 Euro gekostet. Dann die schönste Kette überhaupt. Die finde ich ja sowas von süß. Moment, ich mach's mal auf. Damit ihr auch seht, wie lang die ist. So. Na komm schon. Normalerweise stehe ich ja nicht so auf Goldschmuck. Aber die hat es mir total angetan. Oh mein Gott. Und zwar ist das ein kleiner Muffin. Mit ganz vielen kleinen bunten Strasssteinchen. Wie süß ist das denn? Oder? Total süß. Oh, ich habe mich total verliebt. Und die ist nicht so lang, die sitzt so. Ja, ganz normaler Verschluss. Oh mein Gott, ich habe mich so verliebt in den. Oh, ich bin verliebt. Und die Kette hat 2 Euro gekostet. 2 Euro für so einen süßen Muffin, oder? Ich bin verliebt. Den könnte ich euch stundenlang in die Cam halten. Ja, das war's mit meiner Haul. Oder mit meinem Haul. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich mit meinen Fingern mache, ist ja schrecklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.